Ja, heute ist im Alter von 93 Jahren Sir Christopher Lee gestorben und Sir Christopher Lee ist natürlich uns allen bekannt, den Älteren als Dracula-Darsteller, als begnadeter Darsteller von Hammer-Filmen. Wir kannten ihn als Frankenstein, wir kannten ihn als Mumie, aber wir kannten ihn vor allem als Graf Dracula. Und den Jüngeren ist er eher bekannt als Count Dooku aus Star Wars oder als Saruman in Herr der Ringe. Ein toller Schauspieler, ich glaube, um die 275 Filme hat er gedreht. Und ich habe Christopher Lee mal selber kennengelernt. Ich durfte ihn mal interviewen. Ich war damals noch Redakteur einer Schülerzeitung und hatte einen Termin gehabt beim Filmfest München. Und ich hatte mir viel vorgenommen, was ich ihn frage, und hat natürlich keine einzige dieser Fragen gestellt. Ich hatte ihm eine Geschichte erzählt, die sich zugetragen hat, als ich ein noch jüngerer Mann war. Es war so, ich hatte damals die Todd Browning-Version von Dracula 1930 mit Bela Lugosi im Fernsehen gesehen. Und das ist ja im Grunde eher eine klassische Theaterverfilmung, und habe damit gedacht, ich kannte Dracula. Und es war auch damals für mich ein eher langweiliger Film. Und eines Tages haben meine Freunde gesagt: Mensch, Matthias, da kommt Dracula im Fernsehen. Und ich habe ihnen gesagt: Mensch, kommt, mach mir so eine Übernachtungsparty bei mir und dann schauen wir den zusammen an. Und ich, großmäulig wie ich war, habe natürlich gedacht, es kommt die Schwarz-Weiß-Version. Und es kam natürlich nicht die Schwarz-Weiß-Version, es kam die Version von Fischer von 1958, die Hammer-Verfilmung mit Christopher Lee in der Hauptrolle, die ja doch im Vergleich zur Bela Lugosi-Version total spannend war, sehr blutrünstig war und also der volle Hammer war. Und ich habe natürlich, und meine Kumpels und ich, wir hatten uns richtig gefürchtet. Und das habe ich dann dem Christopher Lee erzählt in einem sehr, sehr katastrophalen Schulenglisch, aber er hat geduldig zugehört, hat auch dann sehr amüsiert gelacht und hat mir dann zum Abschluss unseres Interviews dieses Autogramm geschenkt. Das ist ein Original-Aushangfoto von 1958, und er hat hier in Gold unterschrieben: Christopher Lee. Ich habe es dann gerahmt und es hängt nach wie vor in meinem Arbeitszimmer. Christopher Lee, ich mochte seine Filme, ich mochte seine Dracula-Filme, und ich fand vor allem Dracula jagt Mini-Mädchen sehr, sehr gut. Und ich fand diesen letzten Dracula-Film, ich glaube, Die Herren Draculas, hieß der, so eine französische Produktion, wo er eigentlich gar nicht Dracula gespielt hat, aber war wurscht, lief in Deutschland als Dracula, fand ich auch sehr, sehr nett und sehr, sehr lustig. Wie gesagt, jetzt ist Christopher Lee gestorben, ein genialer Schauspieler. Ich habe ihn dann später nochmal getroffen, bei einem Gespräch oder einem kleinen Interview zu Das letzte Einhorn. Ich glaube, das war 1982 oder so, auch nochmal für eine Schülerzeitung. Und was da rauskam: Christopher Lee sprach ein perfektes Deutsch. Er hat die Synchronstimme von König Haggard in dem Film Das letzte Einhorn ja selber übernommen. Er spricht perfekt Deutsch. Er hat gesungen. Er hat eine super Platte aufgenommen, meines Erachtens, mit dem Tolkien-Ensemble, ein dänisches Ensemble, und haben die Gesänge von Herr der Ringe interpretiert, die Gedichte und Gesänge von Herr der Ringe. Alles toll, aber wie gesagt, richtig stolz bin ich eben auf mein Christopher Lee-Autogramm von Dracula, Blood of Dracula, hieß, glaube ich, der Film 1958. Und schade, dass Christopher Lee jetzt im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Ich mochte ihn gerne, ich mochte ihn als Bond gerne, als Sherlock Holmes hat er mir nicht so gefallen, aber als Bond-Gegenspieler, ich glaube Scaramanda hieß er da oder so, fand ich ihn toll. Und eben, er bleibt immer in Erinnerung, den Älteren als Dracula und den Jüngeren als Count Dooku und als Herr der Ringe-Figur. Dankeschön.